Hallo, wie man vielleicht gerade sieht, ist das Licht zum Malen weg. Ich werde diese Pause dazu nutzen, um euch etwas zu erzählen, worüber ich nachgedacht habe, als ich hier mit meinem Malkoffer kam. Und zwar für den Künstler ist nicht nur eine geistige Fitness sehr wichtig, also das, was ich euch schon mit Zen-Meditation erzählt habe, sondern auch eine körperliche. Und es gibt einen Weg, der beides verbindet, also sich körperlich und geistig fit zu halten, ohne dabei viel Aufwand zu betreiben. Diesen Weg, von dem habt ihr sicherlich gehört, ist Yoga. Da ich, sage ich mal, noch nicht Profi genug bin, um euch hier Yoga vorzuführen und das auch gar nicht möchte, weil gerade die Einstiegstechnik so wichtig ist, verweise ich auf meinen Freund Vinod in Indien. Also dort habe ich meinen Yoga-Weg angefangen und dort habe ich festgestellt, dass diese körperliche und geistige Fitness sehr viel ausmacht später beim Malen. Also man fühlt sich einfach angenehm in seinem Körper, man fühlt sich angenehm beim Malen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Einstiegsvideo. Namaste everybody, I'm Vinod from Ayushkami Ayurveda Yoga Retreat, Kerala. Here is the place where we are practicing traditional yoga and Ayurveda. I am inviting you for a session of sun salutation. Welcome. Exhale, bring the hands to the chest. Inhale, go up, stretch back. Exhale, bend forward. Inhale, one leg back, look up. Hold the breath, bring the other leg back, keep the body straight. Exhale, go down. Inhale, lift it up, upper body up. Exhale, lift hip up, press heels down. Inhale, one leg forward, look up. Exhale, other leg forward. Inhale, come up. Exhale, hands to chest. Relax. This is a sun salutation. You can do up to 12 sun salutations a day. It will keep your body fit and flexible. Thank you. So, ich hoffe, dieser Einblick war für euch interessant und ich hoffe, ihr werdet diese Übung auch in euren Tag integrieren können. Ich mache es 10-mal morgens und ich fühle mich besonders angenehm danach. Bis demnächst. Tschüss.